Zwar sind die Fälle der Credit Suisse und der Silicon Valley ein bisschen besonders, aber es gibt gerade in den USA durchaus ein systemisches Risiko, dass Bankruns jetzt gefährlicher sind. Wir kommen nämlich aus einer Phase von niedrigen Zinsen. Das heißt, viele Banken haben Anleihen zu sehr, sehr hohen Preisen gekauft, die jetzt stark gesunken sind. Deswegen bieten sie nur niedrige Zinsen an. Und Kunden können jetzt ihre Einlagen abziehen zu anderen Banken, die höhere Zinsen zahlen, zu Geldmarktfonds, die außerdem auch noch sicherer sind, oder der ein oder andere auch Bitcoin, wenn er will. Und ein Bankensystem ist nicht dafür gedacht, dass Leute sich über Social Media verabreden und ihre Einlagen auf einen Moment sehr, sehr schnell abziehen. Dann müssten sie diese Anleihen mit Verlust verkaufen, die halt nicht so liquide sind. Und deswegen braucht es Liquidität von der Fed. Dazu ist es auch einfacher geworden, neue Konten zum Beispiel bei Interactive Brokers oder Trade Republic zu eröffnen. Die einzige Lösung ist eigentlich, wenn die Fed die Zinsen senkt,